Der Unterschied zwischen einem Flügel und einem Klavier hängt ganz offensichtlich mit der Mechanik. Ja, genau, Herr Schalamow. Wir sehen hier im Schnitt ein Mechanikmodell des Flügels und einmal das vom Klavier. Wir haben beim Klavierspielen, Flügelspielen eigentlich zwei Anforderungen. Die Kontrolle, das heißt der Weg des Hammers zur Seite, ist das eine, um den Ton zu formen, wie man ihn möchte. Das zweite ist, wie schnell kann ich einen zweiten Anschlag, also zunächst mal das wieder Zurückfallen des Hammers und erneut zur Seite führen, herstellen. Das brauche ich für Repetition, das brauche ich für schnelle Konfigurierungen. Wir sehen, dass die Seitenebene beim Flügel bekanntermaßen die ist, beim Klavier die. Daraus resultiert beim Klavier eine Bewegung, eine eher Kippdrehbewegung über dieser Achse. Man könnte sagen, vom Schwerpunkt her ungünstig. Nur über Mechanismen wie diesem Bändchen und der Feder ist nach einem Anschlag der Rückweg überhaupt möglich. Hier beim Flügel brauche ich nur zu heben. Das ganze System arbeitet im Prinzip nach der Gewichtskraft. Wir sehen für die Wiederanschlagsfähigkeit, dass diese Stoßzunge nach erstem Anschlag sich stark eingräbt unter der Nuss und kein zweiter Anschlag möglich ist. Erst wenn die Taste komplett wieder oben ist. Dadurch ist natürlich Triller und alles, was Sie schnell spielen, automatisch anstrengender. Beim Flügel haben wir diesen Schenkel, auf dem weitestgehend die Hebung erstmal vonstatten geht und im letzten Moment diese Stoßzunge erst den Hammer an die Seite führt. Und wir sehen, wenn wir nur ein klein wenig die Taste heben, der Hammer sogar wieder steigt, dass dieser Moment und die Stoßzunge wieder unters Röllchen kommt, sodass ich hier eine Wiederanschlagsfähigkeit herstellen kann, die sich hier im unteren Drittel des Tastenhubs bewegt, während beim Klavier komplette Hebung nötig ist. Das heißt, die klangliche Kontrolle, alles, was Sie ausdrücken wollen, ist beim Flügel der Hammer saugend an der Taste. Und für alles, was schnell sein soll, ist der Flügel immer im Vorteil.